Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skyline 2. Weiter geht's hier in dieser kleinen schönen City und ja, wir machen heute also weiter und gucken mal, was wir hier so zusammenbekommen. Ah, okay, alles klar. Smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Ja, okay. Citizens are advised to vacate any so, ja, was machen wir heute? Wir machen heute weiter und zwar mit der nächsten Runde. Heißt also, wir werden hier mal versuchen, ein bisschen zu frickeln. So wäre 90. Das waren 104. Das sieht doch gut aus, ne? Gut. Hallo. Das sah gut aus. Bau das. Oh ja. Gut. Dann versuchen wir jetzt mal hier wieder ein bisschen vorwärts zu kommen, ne? Also heute ist auf jeden Fall geplant. Ich würde wieder gerne auf jeden Fall die 10.000 haben wollen. Also die 10.000 wären schon wieder cool. Was passiert da? Also die 10.000 wären schon wieder cool. So, okay. Der nächste Rund ist fertig. Und wir gucken mal rüber. So, was ist hier los? Hier ist Stau. Ein bisschen, little bit. Können wir diesen, Alter, das ist klar. Okay, a little bit viel. Aber wir haben noch keine Umgehungsstraßen gebaut. Das muss ich dazu sagen, weil der Plan ist, ich weiß gar nicht, ob wir inzwischen bauen können. Große Stadt, Schnellstraße, können wir? Ne, können wir noch nicht. Doch, können wir. Der Plan war nämlich dann wie folgt. Hier dann immer so Abzweigungen zu machen. Dass die Autos dort dann runterfahren können. Also hier einen hin, also schon relativ nah aneinander. Schließen. Und so weiter. Wieder war das. Hier müsste eigentlich auch noch einer hin. Hier müsste eigentlich auch noch einer hin. Guck mal bei den. Okay, den muss man ganz kurz weg. Dann würde es funktionieren. Der da muss man ganz kurz weg. So. Okay. Perfekt. Oder auch nicht perfekt, werden wir jetzt gleich sehen. Genau, und hier müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir das gleich umsetzen, aber das ist dann danach. Erstmal die Schnellstraße hier zu Ende bauen. Zweispurig, natürlich. Zweispurig. Okay. Okay. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie anbringen. Die Idee, die ich hatte, ist
hier die Straße. Bauen wir ein bisschen weiter raus und hier machen wir einen Kreisverkehr hin. Haben wir. Kreisverkehre. Schalten wir mal frei. Oder wir machen einfach da. Ne, das geht auch nicht. Also das geht halt nicht, weil hier die diese Riesengebäude stehen. Aber wenn ich die ein bisschen nach unten setzen würde, würde das halt funktionieren. So. Dann bräuchten wir... Okay, noch ein bisschen. Also er muss komplett ran. Er muss komplett ran da. Dann dürfte es funktionieren, oder? Jo. Okay, guck mal. Perfekt. So, und das machen wir dann zweispurig. Hier dran. Und das machen wir zweispurig hier dran. Hier versuchen wir dasselbe Spiel. Auch hier müssen wir ein bisschen schieben und rücken und machen. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Habe ich die jetzt nicht gerade verschoben? Keine Ahnung. Okay, und, hier steht auch so ein Mast. Ja, steht auch so ein Mast. Dahin. Hier kommt dasselbe hin. So. So. Und auf der Seite ebenfalls. Da sehe ich gerade, wir haben Wasserprobleme. Da gucken wir jetzt mal nach. Aber ich glaube, das könnte... Oh, wir haben richtig Wasserprobleme. Wait a minute, was ist hier los? Was ist los? Überlastung, Abwasseranlage. Ja. Und nun? Und nun? Wie kann denn... Hier fließt auch nichts weg, ne? Warte mal. Was hast du? Überlastete Wasserpumpe. Aha. Aha. Was macht das? Okay, der ist geregelt. Jetzt haben wir immer noch Abwasserprobleme. Jetzt haben wir halt immer noch Abwasserprobleme, glaube ich. Okay. Da müssen wir irgendwas anderes machen. Grundwasserpumpe. Moderne. Wasser aus unterirdischen Reservoiren. Kein Grundwasser. Da wäre Grundwasser. Okay, dann müssen wir das anders regeln. Dann müssen wir das anders regeln. Ich versuche mal was. Mal schauen, ob es hinhaut. Keine Ahnung. Okay. Sind die jetzt angeschlossen oder nicht? Okay, er pumpt auf jeden Fall. Er pumpt auf jeden Fall. Okay, das Problem ist weg. Jetzt versuchen wir noch unten diese hier irgendwie mal zu regeln. Wir machen das Spiel auf Pause und prickeln hier mal a little bit rum. Mal schauen, ob wir hier irgendwas hinbekommen. So. Okay. Wir machen hier eine Kreuzung hin. Eine. Ich wollte eigentlich eine kleine sagen, aber. Die werden ja immer größer, statt kleiner. Okay, also die würde funktionieren. Müssten hier oben nur noch das da wegreißen. Dann würde die tatsächlich dahin passen. So. Okay. Dann reißen wir eben das hier nochmal ab.
und werden das einmal anschließen. Ich glaube, das müssen wir gleich so oder so umbauen hier. Das hier. Ach, das ist so eine. Oh. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Das müssen wir gleich mal gucken. Ach so, warte mal. Das ist ja gar keine richtige. Ugh. Okay, die kann wieder weg. Die kann wieder weg. Schwiesel. Das ist ja nur eine. Also, das ist keine Autobahnkreuzung, sondern. Keine Ahnung. Das ist jetzt belastend. Ich habe auf was anderes gehofft. Ich habe auf was anderes gehofft, ich bin ehrlich. Ich habe aber auch nicht hingeguckt. Lalala, supi. Wir haben das wieder richtig gut gemacht. Okay, wir gucken nochmal. Dann haben wir ja gar keine wirkliche gute Abfahrt. Wir hätten die, aber die ist Ewigkeiten lang. Also die kriege ich halt hier never hin. Außer ich kaufe mir dieses Grundstück und dieses und dieses und dieses. Also dann hätten wir halt den Platz, den wir bräuchten eigentlich. Glaube ich. Das und das machen wir auch nochmal weg. So. Okay, dann versuchen wir das mal noch irgendwie anständig hier anzubinden. Das machen wir auch nochmal weg. Okay, dann mit einem Bogen dort dran. So. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions are. Okay, das ist auch fertig. This has been a local public service announcement. Dann machen wir das eben. Another letter from our listeners. Wie gesagt, hier müssen wir gleich so oder so noch umbauen, weil das ergibt hier auf jeden Fall hundertprozentig Stau. Das sehe ich jetzt schon kommen. Hier machen wir einen großen Kreisel hin. Was ist jetzt passiert? Okay. My sisters say, whoever you got playing the keys. Okay. Zoe. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Achso, der Strom muss noch angeschlossen werden. Den machen wir natürlich noch. Ja, die kriegen das schon hin. Die kriegen das schon hin. Genau, das ist nämlich hier das Problem, was ich schon eben gesehen habe. Deswegen werden wir hier direkt mal versuchen, das als zweispurig zu machen. Und hier dreispurig. So. Zweispurig. Okay, was ist hier los? Weiß man noch nicht so ganz, wo sie hinwollen oder was? Werden wir auch direkt nochmal erweitern. So. Alles klar. Okay. Das haben wir auch. Ja. Da können wir jetzt gerade nichts machen. Da müssen sie selbst durch. Aber ich vermute, dass das hier den Verkehr auf jeden Fall so ein bisschen verbessern wird.
Wir brauchen inzwischen wieder ein neues Kraftwerk. Wir bauen das mal hier oben hin. So. Look. Und binden das auch wieder an die untere Anlage an. Ich darf da nicht drüber bauen, oder was? Mann. Okay, das werden wir irgendwann mal nochmal dicker bauen, aber nicht jetzt gerade. Aber nicht jetzt gerade. Okay, das haben wir auch fertig. Wie sieht es denn mit dem Verkehr aus? Also es sieht auf jeden Fall schon mal geiler aus. Also was heißt geiler? Auf jeden Fall schicker. Hier haben wir natürlich noch ein bisschen Stress, aber hier sind auch komischerweise Ampeln. Ampeln bräuchten wir hier eigentlich nicht. So, sind hier Ampeln? Ja. Auch die Ampeln machen wir alle weg. So, hier sind auch wieder Ampeln. Auch die werden wir einmal komplett wegmachen. Und dann gucken wir hier die Reihe noch. Auch überall Ampeln. Jupp, weg damit. Okay, dann haben wir den kompletten Schwung Ampeln weg. Ich meine und hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Ich denke aber schon. Okay. Die Stadt wächst und gedeiht. Wir können also anfangen, hier wieder ein bisschen Fläche zu bauen. Ja. Wir müssen halt gucken, dass wir neue Leute bekommen. Geschwindigkeit mal hochsetzen hier. Dass das auch ein bisschen vorangeht. Im inneren Zirkel werden wir wieder eine Straßenbahn bauen. Also sowas hier. Das hat nämlich, oder funktioniert ja eigentlich ganz gut, ne? Also die Leute laufen schon ziemlich weiter runter. Hätte ich gar nicht erwartet. Stau ist auch keins mehr da. Also jetzt gerade. Hier ist ein bisschen, aber... Ja. Das passiert. Da können wir aber vielleicht auch nochmal gegen... lenken. Und zwar mit... sowas hier. Mit sowas hier. So. Okay, dann haben wir das auch. Okay, das ist fertig. Wie sieht's aus? Was wollt ihr gerade gerne? Ich würde gerne, wir haben auf jeden Fall die 10.000 erreicht. Das ist doch schon mal was. Wir können noch einen zweiten Bogen machen. Und zwar, diesen machen wir dann in die andere Richtung. So. Der muss ein Stückchen weiter. %. Das sieht gut aus. Was hat er denn jetzt da gehabt? Was macht der da gerade für Spiele mit mir? Verarscht der mich oder was? Was passiert da? Moment. Was passiert da?
Keine Ahnung, was er da jetzt da gerade gemacht hat. Das sah komisch aus. Wir brauchen auf jeden Fall eine mehr. 90%. Noch eine mehr. 90%. Perfekto. So, warte mal. Klack. Er sagt hier. Wir sagen nicht hier. Nächste Bogen fertig. Die hätten gerne neue Gewerbezonen. Die kriegen sie natürlich wieder mal. Es ist immer noch Gewerbezonen, ey, das ist ja nicht feierlich. Okay, Gewerbezonen sind auch fertig. Lassen wir sie wachsen und gedeihen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.